Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Blob. Anscheinend können wir doch irgendwie den Sprung canceln. Kurzer Leck. Ich muss nur mal kurz gucken, wie wir einen Sprung canceln quasi. Aber was heißt ein Sprung canceln? Die Kanone können wir anscheinend in der Luft doch canceln. Ach so, mit der hier. Okay, natürlich. Macht Sinn. Wir können also quasi hier mit uns runterhauen. Ja, okay. Nochmal hin da. Erst die richtige Taste herausfinden und dann das beim nächsten Mal machen, das Idee nur so als Gedanke. Aber gut. Das war zu früh. Ich will aber auch nicht zu spät springen, halt. Das ist also stoppen. Sonst bin ich ja schon wieder zu weit, ne? Ah, okay, man sieht es eigentlich auch. Gut, dann die Anschlagtafel. Und die hier drüben. Super. Jetzt haben wir alles, glaube ich, ne? Genau, jetzt bleibt nur noch das Tor übrig, was wir noch machen müssen, weil wegen ist so. Und dann haben wir es quasi geschafft. Sind wir durch mit dem Level. Ja, gut, das hätte ich auch noch im letzten Part geschafft, aber ich musste tatsächlich erstmal durch ein Video ein bisschen durchskippen, bis ich wieder drauf kam, wir können ja den Sprung auch wieder canceln. Das könnte mir sogar auch bei dem einen Level nochmal helfen, wo ich so dachte, ich kann da nicht weiter, aber ja gut. Bei vielen Sachen muss man auch erstmal drauf kommen. Naja, auch so. Ja, ich kann auch so an der Wand wieder runter. Oh, okay. So vieles, was ich halt hätte viel einfacher haben können. Gut. Na gut, da haben wir grandioserweise das erstmal geschafft. Wieder in einer 71er Minutenzeit, das ist nicht so schlimm, aber immerhin haben wir es geschafft. Kriegen auch dafür eine Errungenschaft wieder, Rette das Chroma Freizeitparks. Ne? Zeit ist 17 Minuten, die wir eigentlich brauchen sollten, dürften. Ne? Und ja, kann natürlich grandioserweise weitergehen hier so. So, und jetzt glaube ich doch an zwei weitere Level noch, weil... Ja, das, dann noch eins und ich denke mal dann das Luftschiff. Ja, dann sind es doch noch drei weitere. Aber wir machen natürlich jetzt erstmal Fabriklauf. Mal sehen, was das ist. Das ist ein Temporennen-Bullop. In diesen Inkfabrik werden ihre Geschütze hergestellt. Reinkommen ist einfach. Das Rauskommen macht die Sache schwierig. Ich sage es nicht gerne, aber du wirst keine Zeit zum Färben haben. Ja gut, das ist ja eine andere Sache. Und ich sehe jetzt schon aber, wie ich da am schnellsten und am flottesten durchkomme. Manchmal müsstest du die Sansa benutzen. Ja, okay. Renne innerhalb des Limits zum Ausgangspool. Ja, ist okay. Habe ich doch verstanden. Kenne ich doch den Trick schon hier. So, vielleicht sollte ich trotzdem. Trotz allem die Dinger hier benutzen.
Oh Mann, ey. War das jetzt echt so schwer? Nö. Haben sogar Gold weggekriegt. Sehr schön. Und ja. Nochmal spielen. Kann man machen, muss man aber nicht. Deswegen weiter. Nochmal Roma Freizeitpark hin und Blob Schlacht. Ab dafür. Blob, wir wollen, dass du in diese Tintenreserve eindringst. Ich würde gerne reingehen und es anmalen, aber es wird schwer bewacht. Geh da rein und zerstampfe so viele Tintenwachen, wie du kannst. Du findest dort genügend Z-Sprünge und Windkanonen, die dich über die Tinte befördern. Blob, wie... Ah, ja, okay. Ich wiederhole manchmal schon die Sätze. Super. Okay. Ich sehe schon, wir brauchen also grün auf Teufel komm raus. Benutze die Windkanonen und Z-Sprünge, um dich durch das Gelände zu bewegen. Erreiche den Ausgangspool innerhalb der Zeit. Ja, okay. Habe ich schon längst verstanden, was Fahrt ist. Hallo? Keine Farbpunkte mehr. Muss ich das Ganze jetzt nochmal machen oder wie? Da ist ein Träumchen. Aber ja, tatsächlich. Ich glaube, das wird ganz schön knapp. Ja, das wird nichts. Weil ich mich da auch eben einmal verhasselt habe. Und ich glaube, ich muss zu Anfang schon extrem viel Farbe einfach sammeln. Achso, wir können es ja einmal kurz überspringen. Wir haben das ja schon einmal gelesen. Genau, ich soll nämlich rüber. Sollte vielleicht am besten nur das einfärben, was ja am Wachpersonal ist und die Flächen, wo ich halt rüber dackel. Und nicht aus Versehen noch mehr. Und da würde ich vielleicht die X-Taste verwenden übrigens. Ah. Muss ich kurz noch auf den gelben wieder warten. BZB eigentlich auf alle. Gelb, gelb, blau, 59 müsste erstmal reichen, hoffe ich. Oh ja, es reicht. Krass. Also mit 59 kommt ihr gerade so durch, Leute. Restlos ist ja wahrscheinlich nur auf 60. 65 euch einstufen so zu benötigen. So.
Dann nur so weiter geht's im Text hier. Wir wollen ja noch etwas schaffen. Ja, das haben wir dann jetzt durch. Dann geht's in den Tintenministerium weiter. So, dann bleiben danach nur noch zwei Level übrig. Nehme ich heute auf, bis zum geht nicht mehr. Höchstwahrscheinlich werde ich mich aufregen, dass ich dann schon wieder viel zu viel gemacht habe. Ja, beides. Ich muss auch noch schneiden und rendern. Das heißt, ich muss nach dem Level, wenn ich das jetzt geschafft habe, also sprich in den nächsten 2,5 Parts, auf jeden Fall fantasierweise durchkämpfen und... Willst du auch gefeuert werden? Los, rein da! Ach, so schöne Animationen. Bin ja ganz ehrlich. Wir haben in ihre letzte Bastion gejagt. Und ich habe wieder nicht gelesen. Es tut mir leid. Ah, nur weil ich mal so schnell bin mit dem Durchklicken. So. Bastion gejagt. Plopp, du musst über die Wand und das Tintenministerium sabotieren. Stell sicher, dass du es mustergültig machst. Ich habe noch nie so viele Tinte auf einem Haufen gesehen. Unsere herrscher Tinti-Soldaten stehen bereit, um unsere Lebensweise zu beschützen. Bereit! Zur Stellung! Melde mich zum Dienst! Zur Verfügung! Warte auf Befehle! Kämpft bis zum letzten Tintentropfen! Ja, ja! Aber anscheinend haben wir gerade heute immer einen Start von 7000. Okay. Ich würde sagen, dass unser Tag des Sieges, unser Eulinge-Aufstand hat ihn gewaltig schwächt. Roma City gehört uns und wir haben genossen, Schwarz in seinem eigenen Tintenministerium eine Falle gestellt. Allerdings steht immer noch seine Festung zwischen uns und einen direkten Angriff würde zu viel Leben kosten. Aber ein einsamer Held könnte den Tag retten. Kannst du in das Hauptquartier eindringen und es von innen transformieren? Von innen transformieren? Nimm die Windkanone und triff Biff oben auf den Mauern. Unsere Hoffnung liegt mit dir, Plop. Liegt in dir eigentlich, aber okay. Okay, okay. Haben wir noch keine Farbe, dass wir hier nicht irgendwie... Aber ich glaube, das ist schon eingefärbt. Ja, das ist ja Startbereich. Relevant schon wieder, also... Kein Versagen. Stoppfrage. Willkommen an der Front. Diese Geschütze um den Exierplatz haben uns festgenagelt. Kannst du darunter gehen und dich um sie kümmern? Sip hat einen Farbpanzer in einer Seitenstraße gesehen, der die nötige Power hat. Hätte, sobald die Geschütze weg sind, können wir die Farbenergie anheben und das Sektortor aufbrechen. Sei aber besonders vorsichtig, Bob. Selbst die Mauern triefen hier vor Tinte. Okay. Könnte ich vielleicht erstmal noch Tinte bekommen? Fällt mir gerade mal so auf und ein. Ah, Scheibenkleister. Was mir nicht sagt. Thank you.
Aber wir wahrscheinlich so im Telefon eben die Info geklärt, so, ah nee, das Abteil, was ihr gerade gemeint habt, eigentlich zugenommen, nein, das ist wieder zurückgeklärt worden. Nur so nebenbei, ne, so die Info am Telefon gekriegt wahrscheinlich. What the? Dadurch ist die Aufgabe auch fehlgeschlagen, na danke. Ja. Hä? Bin ich eigentlich veralbern? Ich bin doch angenommen, Mann. Na gut, es ist aber nur noch zwei. Also halb so wild. Das mal ganz gut. So. Aufgabe verfügbar. Ja, mache ich gleich. Weil gerade, weil ich gerade so den Regenbogen hier mache. Ich das gerade mal frischen aus. So, Regenbogen vorbei. Dementsprechend. So, nimm diese Elite-Tin die Verstärkung. Und dann gar kein Ende, dann von mir beide in Polizeiwachen auf dem Exerzierplatz, um ihr Gegenangriff zu stoppen. Dafür brauchst du 50 gelbe und rote Farbpunkte. Okay, jetzt hätte ich dann doch ganz gerne die Power wieder gehabt. Scheibenkleister. Nein, ich wollte. Manchmal ist das auch einfach nur gemein, das Spiel. So, jetzt brauche ich noch einen roten. Ein paar Punkte habe ich nämlich genügend. Da, komm her. Aber sonst nehmen die ja eh kein Ende. Von daher bringt das sonst auch nichts. So. Cool. Wenigstens hat das beim ersten Mal geklappt. So, neue Aufgabe verfügbar ist grandioserweise in Ordnung. Ich muss aber kurz an nochmal zurück zu diesem Jump-Punkt hier. Hier mich kurz ums Einfärben von Sachen kümmern. So.
Nein, er soll nicht in der Kurve springen, er soll zum Teufel Hero springen. Danke. Mein Hero war das gerade. Krampfig. So. Bevor ihr fragt, ja, ich habe einen Timer laufen, also keine Sorge. Ich werde mich an die Zeit, die ich mir selber gestellt habe, auch halten. Diesmal zumindest. Okay, wir haben Punkte gekriegt für das Transformieren des Platzes. Machen wir dann auch bald. Nein, nicht in die Farbe. Also nicht in die Tinte quasi. Meine ich, Tinte nicht eigentlich auch eine Art Farbe? Okay, das ist jetzt Haarspalterei, ich weiß. Ja, das war das. Das war das, was ich meinte. Mit dem, dass es halt ekelhaft ist. So, wir machen das einmal ganz kurz. Weil wir in der Ecke sind. Und weil er da selber hingesprungen ist. Ich wollte eigentlich nur die Farbdinger wieder. Das ist halt auch, was ich meine mit der. Man hat eigentlich dieses Erkennung-Ding von wegen dahin soll er. Aber er springt dann doch genau zu einem anderen Ding, als er soll. Oder man springt automatisch auf Wasser. So. Achso, wow, ich hätte das transformiert und dann, ja, okay. Vielleicht eine ganz gute Idee gewesen vorher. Naja, also stimmt, jetzt haben wir es ja trotzdem. Genügend Punkte fürs Tor. Egal, wir machen die nächste Aufgabe. Die wurden in diese drei Block um den Exerzierplatz aufgebildet. Färbe alle Gebäude in ihrer Anlage gelb, rot und orange. Okay, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet, Plop. Färbe sie alle in Grund und Boden. Okay, grün, nee, gelb, blau und orange. Und jetzt kann ich mal auf gelb wechseln. Obwohl hier eigentlich gerade rot verlangt wird, aber ich muss ja nur schnell dran vorbei. Genügend Hunde sind hinter mir her, wollte ich gerade sagen. Die bellen ja so ein bisschen im Hunde so. Geräuschmäßig. Was? Ich hab da was gesehen. Nein, doch nicht. Okay. Dann auf Orange gewechselt. Jetzt habe ich den wieder gut, ne? Na gut. Habt ihr hier noch irgendwas, was gut werden muss? Nein. Dann gehe ich wieder auf Gelb. Also sprich mit Gelb weiter.
Färbe das orange und das, und dann haben wir es auch geschafft. So viel denken parallel ist halt schwer. Neue Aufgabe verfügbar, sehr schön. Machen wir doch dann auch gleich als nächstes. Und das auch. Und dann kommt gleich wieder eine Färbeaufgabe. Ich atme förmlich schon Farbe inzwischen. Ja, okay, wir müssen. Wir müssen natürlich erstmal gerade etwas für unsere bei Bewegungskomponente tun hier an dem Fall. So. Jetzt nochmal auf Rot gewechselt. Weil wir natürlich auf der anderen Seite noch die Roten haben. Aber die warten natürlich auch. So. Wir nochmal. Nö, das sind nur noch die. Ja, Farbsammeltruhen. Gut, ich höre doch noch was, aber egal. Wir machen jetzt erstmal die Aufgabe. Warum befehlen immer die kleinen Diktatoren, gigantische Statuen von sich errichten zu lassen? Diese Statuen von Genosse Schwarz war die lange Zeit ein Tausendschreck. Kümmere dich mit 70 Orangen ein paar Punkten um sie und mach den Park zu einem perfekten Ort. Okay. Habe ich nicht sogar gerade die 70 paar Punkte parat? Ich hab sie. Ist ja ein Träumchen. Ah, das ist doch herrlich. Das ist richtig, 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 richtig herrlich. Okay. So. Dann, ja, neue Aufgabe verfügbar, sehr schön. Schön und gut, aber wir machen immer noch hier erstmal weiter. Ja, da machen wir nämlich jetzt erstmal hier die Aufgabe. Am Ende des Tages soll keine Bäulinge mehr gefangen sein. Befreie sie alle aus den beiden Gefängnissen an beiden Seiten des Verwaltungskomplexes. Hierfür brauchst du jeweils. Ja, okay. Das wird schwierig. 100 Farbpunkte. Und das ist egal von welcher Farbe. Ja, deswegen haben wir auch wahrscheinlich wieder so verdammt viel Zeit. Damit wir halt genügend paar Punkte per Rad haben, um das hier anzugehen. Okay, ich kann es doch abbrechen zwischendurch. Gut zu wissen. Mit der linken oberen Taste, also links. Trigger-Taste, ne? Aber gut, das ist halt eine andere Sache. Andere Angelegenheit quasi. Gut, wir haben das Tor freigeschaltet. Sehr schön. Hier ist nichts drin, das heißt, ganz flott mit den nächsten Farben gehen. Jetzt haben wir schon 30. 30, 50, 80 meine ich, weil ich einen eben verbraucht habe. So. Und jetzt machen wir das hier schnell. Sehr schön. Finde ich prima. Oh, perfektes Timing. Mehr oder minder. Weil wir haben quasi den ersten Bereich so gut wie ruhig quasi. Da ist nichts drin, das ist sehr schön. Grandios. Dann würde ich einfach sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit dem ganzen Spaß hier. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.